So, ich hoffe, es funktioniert einwandfrei jetzt. Und zwar gibt es mal wieder ein neues Train Simulator Video. Und zwar, ich muss gerade mal schauen, das ist was, IC3M. Könnten wir machen, Winterbahn, das ist das. Mannheim nach Biblis. Ne, Rayfair Modus ist auch nicht da. Ja, wir nehmen was Besseres. Und zwar nehmen wir die Baureihe 146 mit 4 Personenwagen. Und starten mal. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gemacht. Ja, anscheinend gibt es jetzt auch wieder U-Bahn Frankfurt. Ich werde mal schauen, ob ich mir das hole. Das ist jetzt gerade ein U2, ein U4-Triebwagen auf der U2 Richtung Südbahnhof an der Haltestelle Obereschbach. Und ja, ist auch sehr schön gemacht, so wie es aussieht. Hier sieht man auch nochmal www.vgf.ffm.de. Und wir werden jetzt mal schauen, wie es denn so funktioniert. Das weiß ich nämlich auch nicht. Das schnelle Spiel mit dem IC3 funktioniert leider nicht. Das finde ich ein bisschen sehr schade. Aber da kann auch ich nichts machen. Ich hoffe jetzt mal, dass das Ganze lädt. Ja, tut es sehr gut. Hä, ist das... Wie viel Stromabnehmer hatten der oben? 1, 2, 3... Ach egal, 4 waren es, glaube ich. So. Ist er denn nicht so weit? Das wäre schön. Es brummt kräftig, aber anscheinend sind nur die ganze Zeit Bilder aus England hier. Jetzt wieder rum und jetzt können wir mal schauen. 1, 2, 3, 4. Ja, der letzte ist zwischen dem Stahlmast gewesen und dem Baum auf der linken Seite. Na, sieht gut aus. Wenn es so lädt, heißt es meistens, dass es gleich losgeht. Ich hoffe es einfach mal, ich weiß es nicht. Na, jetzt sind wieder die Briten. Geht doch. Aber hier ist anscheinend irgendwas schief gelaufen. Schade. Da habe ich nicht ganz drauf geachtet. Kriegen wir aber hin. Ich bin nicht Frankfurt mein Stadion nach Karlsruhe, sondern Frankfurt mein Hauptbahnhof nach Mannheim Hauptbahnhof. So. Und versuchen wir es jetzt noch einmal. Ich hoffe nicht, dass er wieder so lange braucht.
Na, wie sieht's aus? Ich sehe es. Ich hoffe mal, dass sich das bald ändert. Na, jetzt dürfte es gleich wieder soweit sein. Dann kann es aus meiner Sicht aber auch losgehen. Danke sehr. So, wir sind vom Hauptbahnhof Gleis 16. Das passt auch vom RE her. Erstmal die Türen auf. Dann Fahrtrichtungsbänder, dann vorne Licht an. Schauen wir mal. Ah, sieht doch schön aus. Nur die Anzeige passt nicht ganz. Wahrscheinlich sind die Doppelschockwagen sowieso wieder quer durcheinander gebracht. Ja, hier steht Oberwinter. Andernach. Brühl. Oberwinter. Köln. Das heißt, wir haben jetzt quasi Oberwinter, Köln, Andernach und Brühl. 4 Ziele für einen Zug, das ist was man auch erstmal schaffen muss. Ach, hier steht das Signal links von uns. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre für die anderen. Egal. Na, wie sieht's aus? Sind die Türen wieder zu oder sind die noch auf? Na, hier anscheinend waren sie schon wieder zu. Dann, Abfahrt ist planmäßig 19:03 Uhr. Wenn uns jetzt mal nach dem echten Fahrplan gehen würde, hätten wir noch 10 Minuten hier gestanden. Aber es wäre halt auch nichts gewesen. Na, ist hier in Frankfurt ein bisschen Verkehr. Hier sieht nicht so aus. Da hinten ist die Main-Neckar-Brücke. Mit den entsprechenden Hafengleisen. Da geht es dann in Richtung Friedberg. Der Messeturm, auch schön gemacht. Mit der Pyramide. Wird deswegen übrigens auch Bleistift genannt. So, wir fahren jetzt einmal geradeaus nach ganz da hinten. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg. Ja. So, los geht's. Der Plan halt ist dann Niederrad, wenn alles stimmt, auf Gleis 2, wenn ich mich nicht irre. 2 oder 3? Das wird sich gleich zeigen. Ich kann ja mal schauen. So. Ah, hier hinten. Niederrad Gleis 2, doch, passt. Die Gegenrichtung steht 146.2. Das ist der Gegenzug. Der sollte aber eigentlich, wenn man nach dem richtigen Fahrplan geht, auch schon seit einer Viertelstunde hier sein.
beziehungsweise werden wir, also würde der erst wieder in einer Dreiviertelstunde hier angekommen. Aber so, ab hier vorne sind noch 60. Ups, da war ich ein bisschen zu schnell. So, und hinter Stadion können wir dann richtig Gas geben. Bleibt jetzt aber auch erstmal bis Niederrad, also bis zur Niederräder Brücke. Hier links von uns ist das alte Betriebswerk, da sind mittlerweile nur noch Fahrzeuge abgestellt. Rechts von uns, das Ding nennt sich Außenbahnhof, ist für die S-Bahn. Das heißt, da steht dann die S-Bahn. Im Normalfall ist das jetzt alles leer. Das sieht man sonst so nicht. Links das Gleis gehört auch noch zu unserer Strecke und alles, was dann links ist, was jetzt hier dann links weiter in die Kurve geht, ist das Betriebswerk, gehört zum Betriebswerk Frankfurt. Das jetzige werden wir, wenn die Perspektive stimmt, auch gleich noch einmal sehen. Das ist, ja gut, ihr seht es ja mit der Maus wahrscheinlich, das ist hier hinten in Richtung von diesem Schornstein ungefähr. Ich werde ein bisschen Gas geben aus dem Hintergrund, dass es hier gleich aufgeht. So, dann ist hier gleich der Abzweig Kleierstraße, wo sich die S-Bahn auf die normale südmännische Strecke trennt. Und dann fahren zwei S-Bahnen hier hinten weiter geradeaus. Das ist hier schon. Und zwei S-Bahnen kommen jetzt mit noch den beiden Gleisen hier her. So, wir können jetzt mal rechts gleich rausschauen, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Auch wenn das schwierig werden soll. Seit 2. Gut, das sehen wir jetzt nicht so. Dann gehen wir mal ganz kurz raus und sehen dann hier hinten das Betriebswerk, was da hinten ist. Da geht es dann auch weiter nach Frankfurt-Höchst und nach Wiesbaden. So, die Niederräder Brücke ist das. Wir fahren jetzt auf der alten Niederräder Brücke. Drüben ist die neue Niederräder Brücke für zwei S-Bahnen. Hier fahren insgesamt drei auf der Strecke entlang. Eine fährt noch hier mit uns auf der Strecke noch eine ganze Zeit lang. Und hier drüben ist der Main mit dem Westhafen. So, und ab hier ist dann auch schon anscheinend 90. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Das bringt uns nur, weil wir sowieso da vorne am Bahnsteig halten werden. Das ist dann Frankfurt Niederrad, das ist auch noch ein Stadtteil von Frankfurt. Hier links geht es dann nochmal in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof. Auf der anderen Mainseite erstmal entlang. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an zu bremsen. Aber wir sind noch ein bisschen zu schnell. Mittlerweile fahren hier moderne Triebzüge des Typs Twindex Vario. Die haben übrigens auch ganz normale Doppelstockwagen eingereiht. So, dann einmal anhalten. Das sollte ja vom Abstand her auch problemlos passen. Und Tür auf! Alles gut. Ach, die Türen sind aus, habe ich gar nicht richtig gesehen. So, hier wie gesagt Frankfurt mein Niederrad. Hier geht's wie gesagt nochmal in Richtung
Hauptbahnhof, der ist da hinten, wo dieses Hochhaus ungefähr ist, wenn ich mich nicht irre. Ich guck mal, wie es von der Position her passt. Ja, doch, kommt ungefähr hin. Ah, noch ein Stück weiter. Also, so in der Richtung ungefähr. Wir fahren dann mal weiter. Ich gehe mal davon aus, dass die Türen inzwischen wieder zu sind. Das ist korrekt. Los geht's! So, dann geht's gleich am Bahnhof Frankfurt mein Stadion vorbei. Hätten Sie das ja auch schon. Das kommt von der Fußballstadion in die Commerzbank Arena. Ja. Heimstadion von Eintracht Frankfurt, von dem Fußballverein, habt ihr garantiert schon bei ihm gehört. Und ja. Weil das jetzt für uns so eingestellt ist, dürfen wir direkt durchfahren. Allerdings wird auch man hier auch gleich nochmal sehen, spätestens anhand dieser sinnlosen Geschwindigkeitsbegrenzungen hier, dass das so eine ziemlich knappe Sache ist mit Gas geben und Bremsen, weil ich persönlich nenne das Ganze gerne mal Gleissalat. Warum werdet ihr wahrscheinlich auch gleich sehen. Hier links ist dann nochmal die Commerzbank Arena, das Fußballstadion von Eintracht Frankfurt. Ja, es gibt leider immer noch einige Signalfehler, wenn man hier sieht. Sollte man mal als Bugfix einfügen. So, hier passt es dann aber. Was? Hier ist 50? Ich hätte es aber auch nicht erwartet. Gut, kriegen wir ja relativ einfach wieder hin. Wahrscheinlich geht es dann hier gleich um die 100 ergeben 0 sind. Weil hier vorne kommt nämlich noch eine Weiche. Also jetzt geht es erstmal hier rüber. Was aber auch völlig sinnvoll ist. Eigentlich nicht. Ach ne, genau. So, diese Weiche existiert schon auch in echt. So genau, jetzt geht es hier rüber. Und dann dürfen wir gleich richtig Gas geben. Dann sind hier nämlich noch zwei Bahnsteige und hier drüben ist einer. Hier kommen Züge aus Richtung Mannheim an und ganz da hinten kommen die S-Bahnen in Richtung Wiesbaden bzw. Frankfurt und Hanau an. Muss man jetzt nicht alles verstehen. Ich kenne mich so ein bisschen damit aus. So, und jetzt dürfen wir echt Gas geben. Und jetzt geben wir auch echt Gas. Dann kommt gleich noch eine kleine Besonderheit und dann gibt es erstmal nichts, was jetzt großartig besonders ist. Dann kommt die nächste Doppeljumper an die Tour rein. Die fahren in den 10 Minuten Takt scheinbar. Weg. Der Strecke kommt dann ungefähr 3 Kilometer wieder hin. Wobei es ist die gleiche Strecke, es ist eher fast schon so ein Dreieck. Das wäre jetzt, ich sag mal, wenn man so zwischen drei Kosten fahren wir jetzt die ganz lange Seite. Dann ging die eine Seite jetzt zur Spitze zu der einen und die zweite Seite von der Spitze dann gleich wieder zur Richtung. Das ist aber auch relevant. So, entsprechend. Hier vorne ist der halt übrigens nur die S-Bahn, deswegen fahren wir dadurch. Weil wir so eine Kilometer der Anpassung.
da erstmal echt Vollgas geben. Weil wir auch mit Vollgas geben werden, weil er in Waldorf kommt, da werden wir wieder anhalten. Waldorf Hessen. Das ist eine Autobahn mit Basel, unter der wir eben durchgefahren sind. Das heißt, dann weiß ich, wo ich über Fällen bremsen muss, das ist doch schon mal schön. Das Rechtssignal oder ein Rangiersignal. So, für das Gleis hier rechts gilt dann auch wieder LZB. Das Kabel, okay, existiert hier, ich dachte, das existiert nicht, aber diese Strecke ist eine der wenigen in Deutschland tatsächlich, auf der man mit LZB fahren kann. Hintergrund ist einfach, das was wir jetzt nicht sehen oder bisher nicht gesehen haben, wir sind sehr, sehr viele ICEs unterwegs. So, ich hoffe, ich habe richtig geparkt. Nein. Mist, verbremst. Ach, das ist ja auch noch. Jetzt wird's kreativ. Muss ich schon sagen. Ein Schleswig-Holsteiner Doppelstockwagen. Mit der Anzeige Köln. Mist, das hat er wieder nicht erkannt. Egal, schauen wir mal, wo der Doppelstockwagen beheimatet ist, wenn man das erkennen kann. Ja doch, die Beregio AG, Regionalbahn Schleswig-Holstein in Kiel. Der nächste ist wo beheimatet, also wo steht normalerweise Kiel. Sind das Altener SH-Wagen? Ja, sieht so aus. Man lässt sich auch immer wieder kreative Sachen einfallen. Das ist echt neu. So, sind die Türen schon wieder zu? Ja. Und Vollgas. Gas geben. 2,2 Kilometer ist ja schon der Bahnhof verfällt. Aber bis dahin kann man noch mal richtig Gas geben, weil ich weiß, wie ich einfach muss bremsen. Ich habe mal geguckt, das Signal, an dem wir eben vorbeigefahren sind, steht ungefähr 2 Kilometer vom Bahnsteigende verfällt weg. Kann man anhand dieser Zahlen, anhand dieser Tafel hören, in den zwei was hängt, ja, ich hätte. So kann man auf jeden Fall Verspätung aufholen. Ich weiß nicht, wie ich muss. Sonst auch die Bevölkerung reichen. Der wäre auch noch vor dem Bahnsteig zum Stehen gekommen. So, wir fahren bis ganz vorne ran. Da kann auf jeden Fall nichts schief gehen. Okay, der Aufzug existiert nicht mehr. Aber gut. Ist doch umso schöner, wenn die mal echt kreativ sind. Da hat man was davon. Ich kann noch ein Stück vorrollen. Wollen wir in die Automatikbremse gehen oder nicht? Ich schaue, wenn ich jetzt einmal kurz die Bremse betätige, steht der Zug.
Na, wir können ja mal schauen, ab wann wir die Bremse so betätigen. Ist auch noch genügend Platz am Bahnsteig. Ja. Ey, VGF-Busse. Auch interessant. Also ein bisschen üben könnte man hier dann doch schon. Weil ich meine, der Zaun existiert nicht. Gut, das mit der Kreuzung kann man jetzt mal so lassen. Der Weg existiert eigentlich auch nicht. Dafür existiert hier vorne einer. Der dann auch hier noch neben dran geht. Eine Unterführung sollte auch durchgängig existieren. Aber gut, das hat man jetzt nicht ganz so hingekriegt. Dementsprechend auch eine Gegenkirche. Und kann sogar sein, dass sie aufgrund dessen, dass sie relativ markant ist, da existiert. Ne, die Straße müsste auch noch ein Stückchen weiter unten sein. Aber man kann ja nicht auf alle Details eingehen. So, weiter geht's. Der erste Teil geht heute bis Lichtenau.
mich immer wieder erstaunt, was die für Geschwindigkeiten zulässt. Wenigstens ja tun wir. Wie weit? Dann könnte es sein, dass er wieder mal die Tür nicht aufmacht. Doch, macht er. Sehr gut. So, in Groß-Gerau Nürnberg haben wir noch eine Spezialität. Und zwar haben wir kurz davor die eine spezielle Strecke überquert. Hier hinten nämlich. Ich weiß nicht, ob da Oberleitungsmasten sind. Also hier gibt es mehrere Strecken, die entsprechend abzweigen. Hintergrund ist, dass da hinten eine weitere Strecke kreuzt. Das ist eine sogenannte Tangentialstrecke. Das heißt, alles, was nicht nach Frankfurt rein muss, sondern irgendwo im Süden von Frankfurt bleiben kann, fährt grundsätzlich über diese Strecke und erspart sich somit den Knoten in Frankfurt. Und ihr habt ja gesehen, so um den Hauptbahnhof rum ist da immer relativ viel los. Da kommt früher nicht so viel alles raus. So, nächster Halt ist dann noch Wiedstadt, Gördelau. Zwischendurch würde ich gerne nochmal testweise an das Ganze-Projekt machen, damit wir auch immer sehen können, wie schnell die Sätze zum Stehen kommt. Aus, diese weißen Damen, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, an den Masten neben dran. Hier zum Beispiel ist das jetzt noch 53 Kilometer von Mannheim entfernt. Ja, nicht ganz in der Strecke überall, aber ungefähr. Alter, ist das krank. Ihr habt gesehen, unten auf der Leiste. So, Punktbremsung in Dornheim. Wenn ich jetzt die Tür testweise aufmache, sollten diese sogar aufgehen. Ja, sondern halt mit Vollbremsung. Der ist, ich habe ungefähr 500 Meter vor diesem Bahnhof die Bremse gedrückt. Das heißt, er hat einen Bremsweg von 500 Metern. Das ist schon nicht schlecht. Das ergibt auch nicht sehr viel Sinn da hinten. Aber gut. Dann wollen wir jetzt mal abwägen. Die Türen sind noch nicht zu. So, los geht's. Von 165 auf 0 in 500 Meter. Das heißt, ein Moment. Nee. Oder? Die Kilometer auf 33 Meter. Kommt das hin? Das ist 33 Meter. Ja,
ungefähr, das heißt, er macht ungefähr einen Drittel von. Ein Kilo, auf einem Kilo von einem Kilo, der braucht ungefähr 30 Meter, um So, wir fahren jetzt weiter durch Goddenau und dort endet dann auch der erste Teil dieses Videos. Der zweite wird es sehr wahrscheinlich tun. Es geht denn dann bis Mannheim. Das werde ich noch schaffen. Der erste Teil geht von der Schöpfung, der ist noch von 2 Kilometer entfernt. Ich würde sagen, wir machen das ganz Spaß und fahren wieder mit der Folge so rein. Aber dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir so stehen. Ich kann es halt mit Bremse. So, Türen auf. So, das war's. Ihr könnt euch merken, 9.30 Uhr ist es knapp, als wir herangekommen sind. Um 9.31 Uhr Spielzeit geht es dann im nächsten Teil wieder weiter. Ich mache jetzt noch ein schönes Thumbnail-Foto. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mist, da war ja was. So, jetzt haben wir's. So, erstmal Steuerung. Nee, Quatsch.